Hallo, meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen auf meinem Kanal zu Teste Produkte. Ich bin Sue, das ist mein Töchterchen Mimi, die ist wieder mit dabei. Das dürfte ja mittlerweile für jeden von euch auch ein Begriff sein. Wir machen das ja total gerne gemeinsam die ganze letzte Zeit. Ja, und auch heute haben wir wieder für einen unserer Abonnenten einen Einwegdampfer mitgebracht. Da hat er sich von uns gewünscht, dass wir den doch bitte einmal für ihn testen sollen. Richtig. Dem kommen wir natürlich total immer gerne nach. Heute haben wir einen kleinen Einwegdampfer der Marke Two Vape in der Geschmacksrichtung Watermelon Ice. Ja, das ganze Gerät soll 600 Puffs haben. Es ist nikotinfrei, einfach so im ersten Step schon mal alle Eckdaten erfasst. Ja, und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Auspacken. Ja. Das macht die Pippi ja immer bei uns. Richtig. Attacke, olé. Und wie immer haben wir einen Pappkarton und eine Plastikfolie. Ja, wunderbar. Wir sind jetzt total gespannt. Das ist der erste Einwegdampfer dieses Herstellers, den wir testen. Den kannte ich so jetzt im ersten Moment auch noch nicht. Was sagt die Nase? Die Nase findet schon mal gut. Die Nase findet schon mal gut. Das ist ja immer schon ein gutes Zeichen. Ich sag mal, Wassermelone ist ja aktuell auch wirklich so der absolute Hype, ne? Hier haben wir wieder ein relativ rundes Design. Na, ich drehe euch den einmal. So, unten haben wir einen platten Boden. Das Mundstück ist etwas anders wie von den meisten Einwegdampfern, die wir bisher hatten. Es ist zwar auch schnabelförmig, aber es hat oben eine relativ große Öffnung. Normalerweise haben wir oben immer nur ein kleines Löchlein drin. Hier haben wir schon eine relativ große Öffnung drin. Das ist auch eher ein bisschen ovaler, ne? Ja, also das ist mir jetzt direkt aufgefallen. Ja, aber finde ich gar nicht schlecht. Ich finde das immer ein bisschen schöner. Ja, wir müssen mal gucken, wie sich das so der Schnute... Vom Aussehen her. Ja, vom Aussehen. Aber was bringt ja ein schön aussehender Einwegdampfer, den man nicht puffeln kann? Ach, guck mal, da hast du noch was vergessen. Da ist noch ein Kleber unten drauf. Für das Luftlöchlein. Genau. Ja, dann würde ich sagen, wir dampfen einfach mal los. Okay, LED-Leuchte wieder mittig unten im Boden. Oh, der ist schon nichts für dich. Aber relativ gut auch an den Seiten zu sehen vom Leuchten her. Sehr viel Eis oder warum nichts für mich? Sehr viel. Also es ist sehr, 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 sehr kühl. Ich tue mich ja sehr schwer mit diesem Eis immer in den Einweg und auch in den Liquids. Also das ist für mich immer ein bisschen schwierig, weil ich da echt Probleme mit dem Kratzen im Hals und Husten anfällig bin. Aber diesmal, also ich muss sagen, bis jetzt vom Geschmack her finde ich den gut. Ja? Mhm. Wie ist das Mundstück? Ich finde es besser, es schmiegt sich besser im Mund an, als wie wenn du so dieses Schnabelendenform hast. Okay, also ich bin ja schon so ein bisschen ein Fan von diesem schnabelförmigen Mundstück. Zieh vorsichtig. Zieh vorsichtig, sagt das kleine Mädchen zur Mama, ne? Das kleine Mädchen, aber auch schon 21, ja, ne? Weil wir noch mal kurz hinterlegen. Okay. Dann teste ich das jetzt auch mal. Ihr kennt das ja, wenn ich zu tief ziehe, dann huste ich mir direkt einen ab. Also werde ich wieder ganz sachte damit beginnen. Ja. Das ist schon sehr eisverletzt. Aber lecker. Also ich muss auch sagen, normalerweise finde ich immer den Wassermelonengeschmack umzusetzen, ist immer sehr schwierig, weil ich finde, der schmeckt dann immer so chemisch. Aber hier finde ich das eigentlich ganz lecker. Also der schmeckt mir auch echt gut. Ja, es ist relativ eisig im Hals, aber es schmeckt wirklich gut. Ja, kann man richtig schön sehen rundum. Die LED konnte da, denke ich mal, gut sehen. Wenn man selber dampft, dann leuchtet die hier unten auch an den Seiten raus. Siehst du nicht? Also ein bisschen ja, aber nicht ganz. Doch, also ich kann es relativ gut sehen. Gut, dann bin ich halt einfach nur schäl. Also geschmacklich finde ich den echt gut. Ja. Aber er ist schon sehr wirklich kühl im Hals, muss man da ganz ehrlich zu sagen. Da merkst du mehr den Eis als Geschmack, finde ich. Das Mundstück finde ich jetzt auch erschreckend gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war mir ja direkt aufgefallen, dass das so ein bisschen anders oben von der Form ist. Aber ich finde, das schmeckt sich besser an als dieser Schnabelform. Also es ist ein sehr angenehmes Ziehverhalten, muss man ganz offen und ehrlich sagen. Auch vom Design her finde ich schön.
Es ist nicht so komplett rot jetzt und da steht Wassermelone Eis so drauf, sondern es ist ja, so wie ein als bisschen, hättest du die aufgeschnitten, so. Ja, die tropft noch ein bisschen. Die tropft so ein bisschen, ne? Also das ist einfach nur so Design, was die Pippi jetzt meint, ne? Das ist halt mal ein bisschen was anders, wie wenn die einfach nur einfarbig sind. Hier haben wir ringsrum so ein bisschen runtergelaufene Tropfen. Ja, gut, das ist mir jetzt im Endeffekt echt egal, wie der von außen aussieht. Es ist ein runder Dampfer, der wieder super in der Hand liegt. Ja. Ja, die Größe ist ja echt toll und optimal. Gerade so für Frauenhände finde ich die einfach klasse. Richtig. Geschmacklich überzeugt er uns auch. Wie gesagt, das Eis ist halt einfach nicht meins. Aber es ist sehr, sehr kühl. Ich finde mehr Eis als Wassermelone. Genau, also es ist auch was die Pippi einfach für euch weiter testen wird, weil sie da schon ordentlich dran ziehen kann, was ich einfach nicht so kann, weil mir das sehr schnell im Hals kratzt und unangenehm ist. Laut Hersteller sollen es wieder 600 Puff sein. Das werden wir sehen und euch natürlich auch unten in die Kommentare reinschreiben. Je nach Ziehverhalten variiert das ja immer schon mal so ein bisschen, ne? Wenn man ein bisschen intensiver zieht, werden es weniger Puffs. Bei leichten Zügen halt etwas mehr Puffs. Aber da werden wir euch natürlich auf dem Laufen halten. Ich hoffe, unser Abonnent freut sich darüber, dass wir das für ihn getestet haben. Wir machen sowas ja echt super gerne. Auch wenn es schon mal ein bisschen dauert, da unsere Testwünsche in letzter Zeit relativ hoch geworden sind. Oh ja. Aber wir kommen auf jeden Fall allen nach. Wir antworten euch ja auch immer zeitnah auf eure Kommentare und teilen euch direkt mit, ob es möglich ist oder nicht. Ja. Und ansonsten, wenn ihr was getestet haben wollt, wisst ihr ja genau wohin. Und zwar auf su-testet-produkte@web.de. Genau, richtig. Ansonsten findet ihr uns natürlich auch auf Instagram und auf Facebook mit su-testet-produkte. Oder ihr könnt euch gerne auch auf Twitch oder auf YouTube einen unserer Livestreams anschauen. Die kommen auch regelmäßig immer wieder rein. Ja, und ich denke, Pippi, dann war es das so im Etwa von heute. Wenn euch das Video wie immer gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch. Genau, ein Abo, die Glocke nicht vergessen. Gerne und auch einen Kommentar. Kommentare. Genau. Und dann würde ich sagen, mein Schatz, tschüss. Tschüss.